Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Spider-Man No Way Home, die verlängerte Fassung. Worum geht es in diesem Film? Eins vorweg, ich halte den Film spoilerfrei. Für all die Leute, die den Film noch gar nicht gesehen haben, halte ich den Film komplett spoilerfrei und das schon mal als Anmerkung für die Leute, die den Film kennen oder diverse Sachen aus dem Film schon mal gehört haben. Worum geht es in diesem Film? Es geht darum, dass Spider-Man den Kampf gegen Mysterio gewonnen hat, aber Mysterio noch ein Abschiedsgeschenk für Spider-Man hat. Und zwar hat er die Identität von Spider-Man bekannt gegeben. Somit weiß jeder, dass Peter Parker und Spider-Man ein und dieselbe Person sind. Es gibt Leute, die sind Spider-Man ja gut gesonnen. Es gibt Leute, die mögen Spider-Man weniger. Und es gibt J. Jonah Jameson. Und das bringt natürlich allerlei Probleme mit sich. Denn jetzt verfolgen alle Leute Peter Parker auf Schritt und Tritt. Auch MJ und Ned haben dadurch viele Einschränkungen in ihrem Privatleben. Und ja, macht die Sache alles kompliziert. Und für Peter Parker ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass es für ihn nicht mehr erträglich ist. Und dann überlegt er, wie er diese Sache wieder ins Lot kriegt. Und da fällt ihm doch ein, er kennt doch jemanden, der es vielleicht könnte. Und er geht zu Dr. Strange. Dr. Strange ist von seinem Vorschlag nicht wirklich begeistert, allen Menschen eine Art Gehirnwäsche zu verpassen, dass sie nicht mehr wissen, dass Peter Parker und Spider-Man ein und dieselbe Person sind. Aber er lässt sich darauf ein. Und als er mit dem Zauberspruch beginnt, fuscht unser guter Peter in diesen Zauberspruch drin rum, möchte, dass Tante May weiß, dass er noch Spider-Man ist, möchte, dass Ned und MJ wissen, wer Spider-Man ist. Und durch diese ganzen Änderungen gerät dieser ganze Zauberspruch außer Kontrolle, was dann natürlich einige Probleme dadurch im Multiversum verursacht. Soweit die Story, ohne zu spoilern. Ich persönlich muss sagen, für mich ist es der beste Spider-Man generell? Und für mich ist es auch der beste Spider-Man mit Tom Holland. Warum? Für mich ist das der beste Spider-Man mit Tom Holland, weil er da wirklich mehr Spider-Man ist und nicht so viel Tony Stark-Technologie mit sich rumschleppt. Nicht so viel dies, nicht so viel das von Tony Stark. Er hat zwar hier und da seine Tony Stark-Sachen am Start, klar, aber die sind nicht so präsent. Und das ist gut. Spider-Man ist wirklich auch als eigenständiger Charakter richtig gut, wenn man ihn wirklich so darstellt. Und das ist in diesem Film einfach passiert. Und deswegen ist das für mich der beste Spider-Man-Film mit Tom Holland. Und für mich ist es auch der beste Spider-Man-Film überhaupt. Nicht nur wegen den Effekten, sondern zum Beispiel ein Tobey Maguire. Da fehlten mir einfach diese Spider-Man-typischen Sprüche, die er immer hat, um seine Gegner so ein bisschen auf die Palme zu bringen und so. Deswegen fand ich Tobey Maguire als Spider-Man nicht so gut. Aber ich finde auch Andrew Garfield deswegen auch nochmal ein bisschen besser als Tobey Maguire, weil da auch so ein bisschen was mehr in diese, sag ich jetzt mal, comic-lastigere Richtung geht. Weil Tobey Maguires Darstellung war mir ein bisschen zu weinerlich. Abgesehen von diesen wirklich absolut lächerlichen, skinny, naja, Venom. Was bei Tobey Maguire wirklich hundertprozentig geil war, das war natürlich diese absolut geniale Szene mit dem Zug, wo er gegen Doc Ock gekämpft hat. Aber kommen wir zurück zu No Way Home. Und für mich ist das wirklich auch so ein toller Film. Das Drehbuch gefällt mir richtig gut. Die ganze Story drumherum gefällt mir richtig gut. Man kann sich da richtig gut einfach hineinversetzen. Ich habe diesen Film dieses Mal nicht in IMAX 3D gesehen, aber ich habe den damals in der normalen Fassung in IMAX 3D gesehen und muss sagen, sehr gut gemacht, sehr tolles 3D und auch der Ton ist richtig gut. Was ich natürlich auch sagen muss, ist, bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt alles dann nochmal so weitergeht mit Spider-Man. Und ja, ich finde den Film einfach genial. Es passt alles so schön zusammen. Auch wie sie das mit den anderen Marvel
Filme da jetzt so ineinander verflochten haben. Ich mag diesen Film. Ich mag diesen Film richtig gut. Auch wenn ihr es euch schon fast denken könnt, welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, das ist mein absoluter Lieblings-Spider-Man-Film. Der hat Humor, der hat Action, der hat Spannung ohne Ende, der hat überraschende Wendungen und so weiter und so fort. Also für mich ist das als Gesamtes der perfekte Spider-Man-Film und der bisher beste Spider-Man-Film. Vielleicht haben wir irgendwann noch mal einen Spider-Man-Film, der besser ist, aber ich mag diesen Spider-Man-Film einfach mit am liebsten. Und somit gebe ich diesen Film für das, was er ist, weil die wirklich auch vom Drehbuch her super Arbeit gemacht haben und generell alles da wirklich super interessant, stimmig, lustig, teilweise auch ein bisschen überdreht ist, gebe ich diesem Film die volle Punktzahl. Dieser Film ist absolut sehenswert. Und die neuen Szenen, die dazu jetzt gekommen sind, sind glaube ich so 10, 11 Minuten. Die fallen da gar nicht so drin auf, auch wenn man vorher den normalen Film gesehen hat. Und die fühlen sich nicht als Fremdkörper an oder so. Die passen hundertprozentig in diesen Film rein. Es war aber auch nicht schlimm, dass sie weg waren. Also die haben jetzt nichts so was damit zu tun, jetzt irgendwie ein anderes Ende oder irgendwie sowas. Nein, die sind einfach da, machen ein paar Sachen jetzt noch mal so ein bisschen lustiger oder erzählen manche Sachen ein bisschen länger, aber sie sind jetzt für den Film jetzt zwar jetzt nicht so erheblich relevant oder so. Von daher passt das alles schon sehr gut und wie gesagt, einfach für mich persönlich der beste Spider-Man-Film. Ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche schaue ich mir an, beziehungsweise diese Woche schaue ich mir an, Weg ins Paradies mit George Clooney und Julia Roberts. Wird eine lustige Komödie sein, also da bin ich mal gespannt. Schaut euch den Trailer an. Der Film wird mit Sicherheit richtig lustig. Abonnieren und liken nicht vergessen, das ist immer wichtig. Damit könnt ihr mich immer schön unterstützen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedergrillen!